Wir stehen jetzt hier im sogenannten Grünfinger. Der ist im Projektgebiet von Smarter Together im Westen von München. Und da stehen wir neben einem unserer intelligenten Lichtmasten. Der ist deswegen intelligent, weil er zum Beispiel WLAN anbietet. Also da kann man kostenfrei im Internet surfen. Aber was der noch kann, ist zum Beispiel Sensordaten ermitteln. Also er kann Umweltdaten messen, er kann Schadstoffdaten messen, zum Beispiel Luftfeuchte, Temperatur, aber auch Schadstoffe wie Stickoxide oder Feinstaub. Mit dem öffentlichen WLAN kann man sich im Internet dann eben auch darüber informieren, welche Werte dieser Lichtmast erfasst. Dann gibt es auch zum Beispiel Werte für Ozon, und das ist interessant für Bürger, die empfindlich bei Ozon sind. Die können sich in der Früh informieren, wie schaut es denn draußen aus, und sich entsprechend darauf einstellen. Und was so ein Lichtmast kann, er kann auch leuchten. Wenn man so einen Lichtmast jetzt hier anschaut, dann sieht man natürlich gar nicht, was da alles mit drin steckt. Deswegen haben wir hier so einen großen Bruder mitgebracht von dem Lichtmast. Das ist also ein Modell des 10 Meter Lichtmasten, der normalerweise in der Stadt aufgestellt wird. Und da ist das Besondere, dass wir hier drei Betriebsräume haben. Hier der unterste, den hat jeder Lichtmast, der ist für die Beleuchtung reserviert. Dann der mittlere Bereich, der ist für das MWLAN, also für die Kommunikation und für dieses freie WLAN zuständig. Da sind schon ein paar Geräte eingebaut. Und hier oben diesen Bereich, der ist jetzt hier total leer. Da denken wir an zukünftige Lösungen, wie zum Beispiel Parkraummanagement, wo man schneller seinen Parkplatz findet, oder Verkehrszählung. Und da können entsprechende Geräte hier eingebaut werden. Natürlich ist es ganz wichtig, dass wir da auf den Datenschutz achten und haben da in dem Zuge auch die ganzen Bürger mit einbezogen in die Diskussionen. Dann ist es natürlich wichtig, dass wir diese ganzen Daten auf eine zentrale Plattform zusammenführen können und das dann im Internet oder auf einer mobilen Anwendung zeigen können.